Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Horizon Forbidden West und den Reliktruinen und diesmal zur letzten Reliktruine, Insel der Türme. Die hat es richtig in sich, alles was wir bis jetzt bei den letzten Reliktruinen haben, hier noch einmal ineinander vereint und wie ihr diese löst, zeige ich euch nach dem Intro. Bleibt dran, viel Spaß! Zu finden ist diese Ruine natürlich im alten San Francisco, hier inmitten der Karte, in der Nähe auch wieder ein Lager und ja, in der Nähe von Dunfall ist nicht zu übersehen. Also die solltet ihr auf jeden Fall gefunden haben. Die Ruine besteht aus zwei Gebäuden und ihr seht es hier auf der Seite, in der ich hineingekommen bin, also vom Süden der Map, ist eine verschlossene Tür und hier bekommen wir eine Lageranweisung, dass wir zwei unterschiedliche Codes brauchen und diese sind aufgeteilt zwischen Astrid und Leo und die finden wir sowohl im 9. wie auch im 7. Stock. Das so als Information, daran können wir uns rumhangeln und wir brauchen aber noch zusätzlich einen Schlüssel. Also Schlüssel, Codeeingabe und dann geht das Ganze rätsellos. Ihr seht, hier haben wir gleich neben der verschlossenen Tür, hinter der sich übrigens das Ornament befindet, einen Lüftungsschacht, den können wir schon mal öffnen und dann geht's auf der anderen Seite, direkt dort, wo wir eben gerade auch die Reliktruine in meinem Fall betreten haben. Ihr könnt auch auf der anderen Seite, ihr seht hier hinten das Lagerfeuer, es ist die ganze Zeit markiert, könnt auch von dort starten und dort können wir mit einer kleinen Kletterpassage hier oben landen und ihr seht auch, warum wir das Ganze tun, denn wir finden hier oben diese Kiste. Und diese schieben wir einmal nach unten und ja, der ein oder andere weiß, warum wir das Ganze tun. Wir schwimmen hier einmal wieder raus aus dem kühlen Nass und ziehen uns die Kiste ganz einfach an Land. Nehmt die Kiste dann und schiebt sie unter den Lüftungsschacht, den wir ja geöffnet haben, und klettert einmal durch. Hier finden wir nicht allzu viel und ja, die komplette, ich sag mal Map in dem Fall, die komplette Reliktruine ist sehr, ja, unübersichtlich, weil alles relativ eng, stark bewachsen und ihr solltet viel und oft den Fokus einsetzen. Und hier gilt's, hinten in die Ecke zu gehen, denn hier finden wir den nächsten Datenpunkt und damit die erste Stelle auch für unseren Code. Ihr seht hier, das ist hier von Leopold und Leopold ist unser Leo und hier seht ihr, was er sagt. Fang mit einer 2 an und dann drückst du jede Zahl entgegen dem Uhrzeigersinn, also von rechts nach links. Wie viele Zahlen das sind, dazu kommen wir später. Jetzt geht es erstmal darum, die zweite Hälfte des Codes und den Schlüssel zu finden. Ihr habt es gerade gesehen, wo wir waren, nämlich dort, was ich die ganze Zeit sagte, beim Lagerfeuer, sozusagen das andere Gebäude. Ihr könnt außen drum, ihr könnt durch das Gebäude durch, okay. Ihr könnt es nicht verfehlen, klettert nach oben und ihr landet hier bei einem Fahrstuhl, der eine Energiezelle benötigt. Ihr könnt hier oben euch ein bisschen umgucken. Ihr werdet dann auch relativ schnell eine Energiezelle finden, nämlich in diesem Raum hier. Und hier sehen wir, wenn wir hier links durch die Wand gucken, auch die Möglichkeit, diese zu laden. Kommen wir erstmal noch nicht weiter und wenn ihr hier jetzt noch links rumgeht, dann findet ihr hier gleich noch eine Ladevorrichtung. Die braucht ihr aber gar nicht probieren und hier hinten kommen wir auch noch nicht weiter, weil hier alles zugewachsen ist. Also geht's wieder zurück und einmal durch das Loch im Boden nach unten und hier unten finden wir dann so allerhand. Als allererstes fällt uns gleich dort die Kiste ins Auge, die da im Wasser schwamm und wir finden hier hinten einmal Feuerglimmer und diese können wir entzünden, um uns hier eine Abkürzung zu schaffen. Wir sind dann wieder draußen, also sozusagen genau in der Nähe vom Lagerfeuer und wir sehen hier auch die Aufzugstüren. Wenn wir dann durch den Raum durchschwimmen, finden wir auf der gegenüberliegenden Seite diese Metallblume hier und da erinnern wir uns an den Raum oben, da war was zugewachsen. Also macht das Ganze schon mal Sinn, diese hier zu aktivieren und auch hier werden wir einen Durchgang schaffen, wo wir ins erste Gebäude wieder zurück können, wenn wir wollen. Und dann, wie gesagt, ist hier noch
die Kiste. Und die hat hier viele, viele Verwendungsmöglichkeiten. Zuallererst holen wir uns als nächstes den Schlüssel für die Tür, damit wir den Code eingeben können. Und dazu schieben wir die Kiste einmal ins Wasser und schwimmen nochmal rüber zur Metallblume. Und von hier aus können wir die Kiste uns ranziehen und auf halbem Wege abbrechen, damit die Kiste so hier in der Mitte im Wasser schwimmt. Das passt so ganz gut. Und hier können wir dann nämlich durch diese rote Plastikverschalung, nenne ich es mal, abschießen von der Leiter. Und dann geht's gleich erstmal zu dieser und wir können sie jetzt erklimmen. Und hier einmal mit Kreis hoch in diesen Raum springen. Und was sehen wir hier? Hauptbüro, Schlüssel. Und damit haben wir das eine Item, was wir brauchen, um die Tür zu öffnen. Und dann fehlt jetzt nur noch der zweite Code. Wir gehen zurück ganz nach oben und können jetzt hier oben den Lüftungsschacht öffnen, weil wir ja unten die Metallblume aktiviert haben. Hier können wir diesmal gleich von unten direkt hinein und das Ganze machen wir, um in den nächsten Raum zu gelangen. Und hier finden wir die Ladestation für unsere Energiezelle und einen Feuerglimmer. Den zünden wir wie immer an und sprengen damit ein Loch in die Wand. Nun ist es an der Zeit, die Energiezelle sich zu nehmen. Die finden wir ja, wie gesagt, im Raum daneben und haben jetzt die richtige Ladestation auch da. Und trotz alledem, seid schnell. Diese Energiezelle entlädt sich so rasant, dass ihr echt die Beine in die Hand nehmen müsst. Also drückt den Stick, damit Aloy schneller läuft. Rennt tut sie mit der Energiezelle in der Hand nicht. Aber drückt den Stick, damit sie schnell Richtung Aufzug kommt. Versucht nirgendwo hängen zu bleiben. Und setzt die Energiezelle ein und damit habt ihr den Aufzug wieder aktiviert. Alles klar. Der Aufzug sollte wieder Strom haben. Rein in den Aufzug und einmal nach unten bitte. Unten angekommen, holen wir uns unsere Kiste wieder zurück aus dem Wasser und schieben diese jetzt in den Aufzug. Das kennen wir auch schon aus einer anderen Reliktruine. Hier, wie gesagt, alle Möglichkeiten, die wir bis jetzt schon mal hatten, vereint in einem riesengroßen Rätsel. Mit dem Aufzug geht es dann wieder nach oben und hier schiebt ihr die Kiste in die vom Aufzug gegenüberliegende Ecke. Und dort war, wer sich das Ganze hier vorab schon mal alleine angeguckt hat, hier war ein Haltepunkt, der natürlich abgebrochen ist, wenn man mit Aloy probiert hat, da hochzuklettern. Deswegen jetzt mit der Kiste kommen wir hier auf diesen Vorsprung und von hier aus geht's dann weiter, die ganzen Kletterpunkte abzuklettern. Okay, ich sollte den Sprung auf das andere Gebäude schaffen. Zack, ein beherzter Sprung nach oben. Und auch hier ist es wie auch schon am Anfang, dass die ganzen Räume sehr eng sind, sehr unübersichtlich. Aber ihr könnt hier nicht viel verpassen. Springt einfach nach unten in das Gebäude. Ihr findet hier noch eine Truhe und ihr seht, da hinten finden wir einen weiteren Datenpunkt. Und das ist der entscheidende. Und fragt mich bitte nicht, wie hier das Rätselslösung, ne? Hier wird rumgemeckert, dass der Zugangscode nicht 1 bis 0 sein kann, sondern dass es noch mehr sein muss, aber nur 3 Zahlen. Ich habe es hier markiert, die 9, 9. Stock. Ich habe es damit einfach probiert und ja, es hat funktioniert. Also ihr könnt jetzt hier an dieses Terminal und wie man auf die 9 kommen soll, so hundertprozentig bin ich mir da nicht sicher, aber es ist halt 1, 0, 9 und damit öffnet sich die Tür und jetzt haben wir den kompletten Code zusammen und wir landen jetzt auch wieder im ersten Gebäude. Brauchen eigentlich nur nach unten springen zum Terminal, als allererstes den Schlüssel verwenden und jetzt den Code. Und wir erinnern uns zurück, wir sollten bei der 2 beginnen und weil wir wissen, die letzten Zahlen sind 109, wissen wir also, wir brauchen 4 Zahlen, nämlich die 2, die 1, die 0 und die 9 und dann die 1, 0, 9 und die Tür ist offen. Bisschen um die Ecke denken, aber ich denke mal, ihr könnt dem folgen. Damit haben wir das letzte Ornament und die letzte Reliktruine abgeschlossen. Und was jetzt noch fehlt, ist unsere Belohnung abzuholen. Denn wir haben das Ganze ja natürlich nicht umsonst gemacht. Also geht es nach Las Vegas. Und dort übergeben wir alle Ornamente Stemur. Und wenn ihr noch keins gemacht habt, dann müsst ihr euch hier durch das Gespräch durchbimmeln. Ansonsten, bei mir war es jetzt nur noch hier die letzten 4.
Und dann kriegen wir als Missionscursor, seht ihr hier noch, diese Truhe angezeigt. Und dort drinne finden wir die Rückkehr der Ahnen, eine legendäre Waffe, ein Häcksler-Schneider, heißt er, glaube ich. Und das Ding, ja, macht sich gut im Inventar und ist sozusagen die Belohnung. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für weitere Videos, damit ihr sie nicht verpasst. Herr Arbeit bedankt sich wie immer fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.